So, einen wunderhübschen guten Morgen. Es ist wieder Zelda Tears of Kingdom Zeit. Yep. Und ja, was habe ich mir heute vorgenommen? Ich wollte mal gucken, ob ich heute das Aero-Set mir holen kann. Das ist ja bekanntlich auf den Himmelsinseln nur geht. So. Ja. Wo bin ich? Ich bin... Nein, nicht in den Krogwald. Archipel von Nord Hyrule. Ich bin von da rüber geflogen. Nach dahin. Und wollte den ersten Part machen, habe dann hier die Inseln abgegrast, bin auch hier hochgeflogen. Nero, nein, ich will nicht. Aufsteigen. So, wo haben wir denn die Inseln? Achso, genau in meinem Rücken, okay. Mein Hoverboard müsste ja auch noch irgendwo rumliegen. Da liegt es. Es kann auch da liegen bleiben, weil die Insel ist unter mir. Links. So, ich habe mir vorsichtshalber da noch ein Medaillon hingelegt. Falls ich das benötige. Da liegt es schon. Gut, hier haben wir kein Konstrukt oder ähnliches. Warum weiß ich nicht. Okay. Kurz so machen. Insel der Tapferkeitsprobe von Hyrule. Sich bewegen, das ist nicht unbedingt gerade. Sehr hilfreich, aber der letzte bleibt bestehen. Okay. Wir kriegen einen Schrein. Sag ich nicht nein, was kommt jetzt? Gut. Ist jetzt nicht euer Ernst. Nacktes Überlegen verdunkelt. Ein Prügel. Nein, der verschickt. Mehr nicht.
Okay, da oben scheint ein. Ach, der sieht mich nicht. Wo soll ich denn jetzt hier lang? Und irgendwo gibt es hier Loot. Da liegt noch eine Lampe. Was? Schon direkt. Ich mal um. Soll ich denn hier was sehen? Das? Was liegt denn da? Keule brauche ich. Schuss. Das da. Habe ich denn noch ein einfach Stock. Hallöchen. Wo willst du denn hin? Für dich gibt's kein Entkommen. Hallo? Was kann ich das nicht looten? Och.
Weiß zwar nicht, wo ich jetzt hier hinlaufe. Gehen wir mal aus, ob das richtig ist. So, was gibt's denn hier Schönes für diesen Krampf? Leuchtmedizin. Oh Gott, wie passend. Wie passend. So. Dum, da, da. Nummer 4. Und wieder ein Herzchen mehr. So, aber ich glaube ja nicht, dass es das jetzt schon gewesen ist. Bravo. Höchstens 35 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich jetzt beim letzten Mal gewesen bin. Um 0,9 Sekunden. Okay. Ja, das habe ich aber gemerkt. Und schon wieder verloren. Ja, super.
Haben sie mir tatsächlich alle... Schon schwer genug, das Ganze so zu machen, echt. Nein! Ich habe es zwar geschafft, aber in 38. Ach Mann. Ja, ich habe es gerade gemacht. Mich stört es aber, dass ich da oben... ...zu wenig Leben habe. Auf zum vierten Versuch. Und wieder verpasst. Och Mann. Wie schaffen es Leute unter 20 Sekunden? Ach Mann, ey. Und wieder zu langsam. Nummer 7. Na, wo ist die? Ach, Leute, mach nicht so einen Scheiß mit mir. Unter 35. Wow. Nach 7 Versuchen. Nee.
Nein. Nein. Danke, dass du mich einlädst dazu, aber ich habe den Beinschutz. Das ist alles, was ich haben wollte. Mehr nicht. So, hier oben habe ich mich, glaube ich, schon umgeguckt. So, die Kapselmaschine habe ich auch gemacht. Okay. So, das war dann Teil 1. So, wo ist jetzt Teil 2? Teil 2 müsste hier sein. Ich habe mir sagen lassen, das ist auch der schwerste von den drei Teilen. Die anderen würden leichter werden. Okay. Und wow. Muss ich da jetzt landen? Habe ich jetzt ein... Oh, da ist eine Fee. Gibt es hier noch mehr? Ja, da hinten. Gekriegt. Gibt es noch eine? Ja. Leute, verjagt mir ja nicht die Fedo. Jo, ich hab sie alle. Drei Feen und hier gibt es auch eine Kapselmaschine. Jetzt 5. Okay.
Was Neues? Nö. So, was gibt's denn hier allgemein? Ja, habe ich alles noch zu Genüge. Ist eine zu absorbieren. Doch gerade gemacht. Ich hab doch gerade schon. Ich bin eben gerade durch den Falschen durchgeflogen. Deswegen hatte das nicht gewertet als Übungsrunde und es gibt wieder einen Schrein. So, was gibt's denn hier Schönes? Nicht wieder jetzt ein Nacktschrein, also ein Überlebensschrein. Nein, ein Segenschrein, das ist schön. Ein Diamant. Super. Ich kann nur noch 4 Herzen nur noch kriegen. Okay. So, hervorragend. Übungsrunde. Okay. Bei 265 sollte es. Auch wieder 35 Sekunden. Super. Die haben es mit den 35 Sekunden. Autsch. Oh. 4 Sekunden. 4 Sekunden darunter. Ich glaub's ja nicht, trotz des Fehls. Aero-Maske.
Nein. 4 Sekunden. Sekunden. So. Den können wir auch entfernen. So, wo haben wir denn den letzten? Auch nicht. Waren wir gerade richtig? Ja, das ist der Dunkelschrein. Hier. Da sind wir gerade. Auch nicht. Der ist auch nicht. Ja. Atlanta. Das ist die Dunkelruineninsel, da ist auch nicht. Hier. Kurz gucken, wo der dritte Punkt ist. So, wollen wir mal gucken. Also, da sind wir gerade.
man so hebt, war. Dahin. Da waren wir noch nicht. Wieso frierst du denn? Jo. Okay. Geht's hinter mir. Und ziemlich weit weg. Okay. Kaffee. Kaffee. So. Mal gucken, ob wir von hier aus dahin kommen. Das müsste die sein. Wird aber knapp mit der Ausdauer.
Okay, damit sollte ich es eigentlich schaffen. Dann mal dauert das noch länger. Bin ich hier überhaupt richtig? Bin dran vorbeigeflogen. Ach du grüne Neune. In die falsche Richtung abgebogen. Super Fehl. So. Der nächste Turm ist der. Und ich muss dahin, also mache ich mir jetzt ein Lichtchen dahin. Mann, war das ein Fehl. Super. Da ist er ja schon. War ich schon mal hier? Weiß nicht. Nicht nur eine Donau-Energie-Teil, dann wüsste ich sofort, ob ich schon mal hier gewesen bin. Dunkelfrucht, ganz wichtig. Nichts mehr. Okay. Auf los geht's los. Okay. Könnte
Kann ich hier denn das Aeroset anziehen? Oder friert er wieder? So. Was gibt's denn Schönes in dem Schrein? Ja, jedenfalls kein Segenschrein. Okay. Tutorial-Schrein? Tatsächlich ein Tutorial-Schrein. Du hebst. Achso. Drei Treffer. Oh. Okay. Na. Das war ja nicht schwer. Ich habe so viele Bögen eingeschlagen. Tatsächlich. Vier Bögen habe ich hier. Ich wollte gerade sagen. Und noch ein Schwert. Okay. Was gibt's hier? Na super. Ja, dann geht dann einer von den Fünfern auf den Boden. Der letzte Kampf mit dem Leunen hat mich so einiges an Bögen gekostet. 6. So, dann haben wir das wenigstens erledigt.
direkt mitnehmen. Hier sind jetzt keine Feen, nein. Keine zusätzliche Truhe. So, anscheinend hatte ich hier schon den. Ja, habe ich noch zu Genüge alles. So, auf los geht's los. Und wieder 35 Sekunden. Da ist er. Daneben, ich glaub's ja nicht. Was für eine Schmach. Boah. Okay. Ich sehe nicht, wo der Punkt ist. Da ist der Punkt. Wow. Unter 30. Okay. Der war einfach. Das heißt, ich bin wirklich bei den schwierigsten gestartet und jetzt bei dem leichtesten gelandet. So, damit habe ich dann wirklich alles zusammen. Nein, ich mache keine 20 Sekunden. Nein, ich mache keine 20 Sekunden. Nee. Ich hätte den gar nicht ausgerüstet gehabt. Okay, und damit habe ich dann. Komm, sieh du denn du auch noch aufs Bild. Alle Sachen bekommen. Okay. Anstrengende Stunde, die ich jetzt gebraucht habe, um dieses Set zu kriegen. Habe ich denn jetzt hier eigentlich alle? Da ist ein Krog, zwei Krogs gewesen. Weil die sieht da nämlich auch ein bisschen komisch aus.
Wozu habe ich denn eine Krogmaske? Da haben sie mir das Set jetzt hingepackt. Okay. Aha. Ob ich es nicht geahnt hätte. Und hab ich dich. Weil das sah zu verlockender aus. Da konnte nur ein Krog drauf sein. Ups, ich habe gedacht, da geht's weiter. Da war eine Lücke. Ups. Ups. Habe ich doch alles. Okidoki. Nein. Muss aber. Aber irgendwas mit Maxi habe ich jetzt hier oben nicht gesehen. Leute, wie geht mir auf den Geist? Wisst ihr das? Verschwinde. Nee, also mit Maxi habe ich jetzt hier oben nichts gesehen. Schade auch. So, die haben wir. Die haben wir. Da waren wir drin. Das haben wir alles gemacht. Hier auf den Dunkelruinen haben wir auch alles gemacht. Ja, hier waren wir auch. Hier waren wir nicht. Ornidorf ist da hinten.
Ja. Schiff. Da. Da komme ich von hier aus nicht hin. Da kann, wäre es besser, wenn ich es vom Schiff aus runterfliegen würde. Schon da. Wird immer noch. Richtung. Ist nur noch eine kleine Insel. Ja, ich sehe da auch einen Krog drauf. Okay. Leicht. Jo. So, damit haben wir dann die Tour, die wir gekennzeichnet haben. Alte Karte. Wille der Weisen, auch Nummer 4. Okay. Die kleinen Dinger. Scott. Kraut.
Aber irgendetwas wegen Maxi ist auch hier nichts. Okay. Jetzt den kann ich löschen. Den kann ich auch löschen. Gut, das scheint mir die obere Insel zu sein. Das heißt, wir können jetzt hier in aller Ruhe rüberfliegen. Brauche ich Tulin? Ne, ich brauche kein Tulin. Geht so. Kann das sein, dass ich jetzt gerade das gespoilert habe? Ich sollte von hier aus da hochfliegen. Fahren. Okay. Ja, hier sind die Bauteile dazu. Haken dran, Plattform dran, Ventilator dran und dann ab nach oben hin. Okay. Das heißt... Ich bin von oben nach unten gegangen. Gott. Das heißt, die nächste Insel müsste dann auch. Hier gibt es keine nächste Insel. Richtig? Nee. Gut, dann habe ich das auch erledigt. Von Maxi ist hier auch nichts zu finden. Nö. Okay. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal runter in den Spähposten. Lösen unsere Herzen ein. Und dann sollte das in diesem Part 65 über das Aero-Set auch schon gewesen sein. Immer noch da hoch. Ach ja, die Geschichte war das. Okay. Wirklich gute Arbeit. Jo. Was? Gibt's noch eine Truhe? Ich habe doch auf Truhe eingestellt, oder? Ach nee, Rumi. Hm, alles klar. Okay, dann war das schon in Ordnung. Dann ist das der Rumi, der da am Spähposten ist. Ja. Ein Herz mehr.
3 habe ich nur noch Platz. Okay. Das ist eine gute Frage. Wer kämpft jetzt besser für mich? Tulin habe ich gemacht und den Goron habe ich gemacht. Moin, moin! Moin, moin, wer ist da reingekommen? Milch mit Reis, Hallöchen! Wie geht es dir denn? So. Ist doch jetzt wirklich ein Rumi. Okay. Nicht, dass ich da noch irgendwas verpasse. Gehen wir doch mal ganz kurz nach. Ja. Ja, das ist der. Höhle, die mir da angezeigt wird. Mir fehlen noch 3 Höhlen. 3 Höhlen fehlen mir noch. Dann habe ich die 100% voll. ...532 habe ich. Was heißt denn hier? Ey, Hallöchen. Ja, Hallöchen ist gut, aber ey. Achso, ey. Okay. Ja, soweit ganz gut. Könnte besser sein. Und wie geht's dir? Wie, da steht da mein Name. Was? Wo steht der Name? Ja, natürlich steht da dein Name. Du hast sofort einen Shoutout gekriegt. So. Ja, das ist doch prima. Kriox Herz. Bin ich noch nicht so weit. Schreine sind wir so weit durch. Erinnerungen sind wir auch durch. Kälte, Ausdauer, Wettstreit. Das war der unten in. Drei Minuten 40, das ist zu wenig.
Dann muss ich mir noch mal was kochen. An Medizin. Deswegen lassen wir den Kältewettstreit weg. Haltung und Felssäule klettern und dort die Kälte der Nacht ausharren. Kleidung ablegen und die Säule klettern und dort die Kälte der Nacht ausharren. Oh, muss ich doch nochmal gucken, wie lange das geht. Ja, einen Kaffee holen, das wäre auch ganz gut. Mache ich auch gleich noch. Giro-Kerz ist klar. Und nochmal ein Griok auf der Haldia-Brücke. Ja. Ab Operation Girire Griok kommt später. Bei dem Kälteausdauerwettstreit muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Gut. Hier. Ach so, die können hier nicht erscheinen, weil ich im Dorf bin. Okay. Gut. Nichtsdestotrotz soll es das mit Part 65 als Aero-Set gewesen sein. Ich ziehe es auch noch mal ganz kurz an. Da ist es. So sieht das Aero-Set aus. Hat mich eine knappe Stunde gekostet. Einige meinen, es könnte man auch schneller erledigen. Aber da glaube ich nicht dran, weil selbst der Anflug zu den einzelnen Inseln ist dann natürlich etwas weiter weg. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hallo Milchmild Reis, danke, dass du da gewesen bist. Ich schaue bei dir bald auch mal vorbei. Die Göttliche ist da. Ich habe keine Mitteilung gekriegt, dass die online ist. Dann raiden wir doch zu den Göttlichen rüber. Raid beginnen. Okay. Wir sehen, wir hören uns drüben bei der Göttlichen mit Fortnite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der Part war gut, lang, aber er war gut. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüßt mir die Göttliche und ich raide euch rüber. Ciao, ciao, bis bald und tschüsschen. So, Raid geht raus.